So. Hola! So, Leute, ihr habt hier einen Lamborghini abgeliefert. Kann man den noch benutzen? Oder? Ja, ne? Ja, ja, super. Ich mach dir mal Licht. Ich mach dir kurz Licht. Na? Dann mach ich mir halt selber Licht. Ich hab dir Licht gemacht. Ach, du siehst das nicht, oder? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Nee. Ich hab dir hier ein riesen Fluglicht angemacht. Jetzt ist es angegangen. Cool. Das scheint manchmal vielleicht die Serverinfo ein bisschen spät zu kommen. Ihr habt den Wagen total zusammengestaucht. So. Oh, hier direkt nördlich von uns ist. Da ist ein leichtes MG. Das müssen wir unbedingt holen. Sollen wir nicht mal die Story-Mission machen? Damit aber wir da ist ein leichtes gesehen MG. Haben? Aber da ist doch ein leichtes MG. Ein deutsches, vielseitiges Maschinengewehr. Da müssen wir vielleicht eh vorbei auf dem Weg zur Story-Mission. Ja. Wobei eigentlich nicht. Ja. Müssen wir da doch Anti-Winterland. Franz, dann markier das doch einfach mal und dann fahre ich dir hinterher. Habe ich schon. Da ist aber los. Der Weg, der uns angezeigt wird, der führt aus dem Beta-Land raus. Also wenn, dann müssen wir andersrum fahren. Dann fahren wir hier lang. Oder wir fahren zur Bockerfarm und stehen doch noch den Hubschrauber. Ich markiere das mal, wir müssen auf jeden Fall da lang. Dann können wir es uns immer noch aussuchen. Bist du bei mir im Auto? Ja. Oder bist du... Okay. Ne, ich sitze bei dir. Daniel, jetzt weiß ich aber, was du meintest mit von wegen ganz schön empfindlich. Ja, Vorsicht! Also der Jeep fährt sich wie auf Schienen, das ist easy. Ne? Ja, aber der Lamborghini auf so einer Schotterpiste tatsächlich etwas problematisch. Er ist völlig realistisch. Ja, sogar noch Unterholz 1A. So, jetzt Achtung! Ach, das ist ja schon die Basis hier. Ja, ich sehe schon. Ah, rate mal, wen sie schon entdeckt haben. Hier ist dein Sicario. Deckt mich mal, ich versuche mal zum Hubschrauber zu kommen. Okay, ich spring direkt. Achso, da ist eh keiner. Ja, hier sind aber welche. Warte, hier sind welche. Sind hier Loot? Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalkern. Ich heb mal ab, falls. Dann könnt ihr euch um die. Unsere Freunde da unten kümmern. Sind wir uns auch geil, die gucken halt dem Hubschrauber hinterher, ne? Oh, sehr gut. Da flieg ich mal ein bisschen aus der Reichweite. Oh, hier, Fritz, hier hilft tatsächlich, V zu drücken. V? Was mach ich denn mit V? Ja. Achso, Nachtsichtgerät. Das funktioniert hier tatsächlich das erste Mal. Cool. Ich töte halt. Das bringt hier wirklich was, ne? Ja. Weil eben du hast halt stockdunkel. Aber man sieht im Dunkeln halt auch echt gut, wenn die feuern, ne? Also wie das die Umgebung da auch erhält. Das funktioniert richtig cool. Daniel. Ja? Holt's uns ab. Ach, seid ihr schon fertig? Ja. Na gut. Und Mama, kannst du mich abholen? Und wie cool die dem Hubschrauber hinterher geguckt haben. Ja, und auch geschossen haben. Ja, irgendwann haben sie angefangen zu schießen, ja. So ein bisschen wie im Irakkrieg gegen die Apaches. Und wie gegen die Apachen. Ja. Wie geil das jetzt aussieht nachts mit diesen ganzen Bergdörfern und Basen, die so in den Berghängen drin hängen. Ja. Oh, wer kommt da? Da oben links, da ist das LMG. Links das LMG, links. Ach, das sollen wir auch noch holen. Ja, ja, das ist da. Da müssen wir doch nur kurz reinhüpfen. Jeder sollte ein LMG haben, wirklich jeder. Ich hasse LMGs. Das ist so scheiße. Ich auch, aber es geht darum, es zu haben. Überleg mal, du stehst gleich auf dem Schulhof und sagst schon... nicht so richtig schön Auftrieb, der Hubschrauber, leider. Du musst aufhören, nach vorne zu fliegen. Und dann du darfst gar nichts machen, nur Leertaste. Und du bist vorbeigeflogen. Du musst aufhören, nach vorne zu fliegen. Hör auf! Hör auf! Pfui! Ja, ich versuche, nach hinten zu fliegen. Oh Mann, ey. Wenn da jetzt noch so große Schlachten drin stattfinden könnten. Also so... Halt tatsächlich das so Armer. Das sah nicht schlecht aus. Ja, war gut. Wenn du hoch genug gehst, können wir uns einfach mit dem Fallschirm unterstürzen. Das wäre jetzt echt mal geil. Ich komme bestimmt hoch genug. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, lebendig Fallschirm zu springen. Deswegen. Man gewöhnt sich auch an die Hubschraubersteuerung. Das dürfte reichen. Ja? Ein bisschen weiter drüber, dann können wir direkt... Okay, einer ist raus. Stürzt sich schon in den Tod. Tschüss. Soll ich in der Zwischenzeit vielleicht mal den Hubschrauber einfach abliefern beim Ziel? Mach das doch. Ich weiß übrigens nicht, wo du diese Waffe vermutest. Ach so, in diesem... Ah, da unten drin. Okay. Aua. Ach, dann war das doch da an der Stelle. Gut. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich hole die jetzt einfach ganz sneaky raus. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos und deshalb tanze ich den Tango. Oh, ich habe es aber schön abgerollt.
Du bist direkt da drin gelandet. Du bist ja echt so ein Specht, ey. LMG! Oh, kann ich gebrauchen. Nee, kann ich nicht. Daran. Meine Tante sagt, kann sie gebrauchen. Stimmt aber nicht. Kann sie nicht gebrauchen. Sie weiß nicht, was sie redet. Lady, sie wissen nicht, was sie reden. Steig ein! Warte mal, ich muss kurz das LMG ausrüsten. Nein, ich wollte es nur. Scheiße. Ach, soll ich euch jetzt wieder abholen? Nee, nein. Wir holen dich ab. Ja, okay. Wir rufen sie an. Scheiße jetzt. Oh, Franz, weil du so lange gebraucht hast, greifen uns jetzt hier die Gegner an. Das ist kein Problem, ich habe mein LMG. Ja, dann mach mal was. Es steht auf. Moment, falsche Waffe. Da ist das LMG. Wir lassen den Heli hier und die Rebellen holen ihn ab. So, guck mal. Ah, ihr müsst mich gar nicht abholen übrigens. Wieso? Das werde ich euch gleich zeigen. Hast du ein Flugzeug? Ich hab einen Hubi. Ah, Hubi. Von kleinen. Ich find's so geil, diesen Sitzplatzwechsel, dass die ja richtig die Bewegung auch machen, ne? Um rüber zu gehen. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Warte mal eben. Das heißt, nächste Hauptmission, oder? Ja. Also da gibt's halt den mobilen Konvoi, der ist immer ganz schön knifflig. Oder halt die oben rechts hier die... Dann erstmal die oben rechts. Kommandant. Erstmal den Kommandanten. Wie schön sich das Mondlicht im Wasser in dem Fluss da unten spiegelt. Oh, wie poetisch. Schau mal, da hinten ist... Was ist? Ach nee, das ist ein Kraftwerk. So, dann akzeptiere ich das mal. Ich hab die Mission markiert, gell? Ja. Wie geil das jetzt aussieht, das ist der Hammer. Und du hast das jetzt treiberseitig eingestellt, oder? Ich habe jetzt über die Treiber forciert, dass das Multisampling drauf ist. Und dadurch ist es halt jetzt wirklich ein sehr angenehm ruhiges Bild. Aber Preis dafür ist halt, dass ich jetzt auf Maus, 30 Frames spiele. Hat die aber Maussteuerung, auf forciert 30 Frames. Hat die Maussteuerung doch einen Einfluss auf das Flugverhalten von dem Heli? Ah. Du guckst dich mit Wenn der du Maus Shift gedrückt hältst, habe ich das Gefühl, dass es doch irgendwie da mit drin hängt. Eigentlich Warum? Nicht. Hallo? Hallo? Das ist übrigens ein Felsen. Ja, ja, ich drücke die ganze Zeit die Leertaste wie ein Verrückter, aber... Das ist übrigens eine relativ knifflige... Also wow. Das ist so eine mit diesen pinken Gegnern Basis. Ja. Hau doch mal die Drohne raus kurz. Ich flieg da mal drüber und du dronierst. Die Drohne ist doof. Ich hab sie, glaube ich, zu früh rausgeholt. Nee, das ist ja egal. Ja, ich habe ja nicht so große Reichweite mit dem... Nee, ich flieg ja näher ran. Ja, aber die Drohne, ich habe die Drohne halt schon rausgeholt gehabt, Mensch. Ja, aber jetzt ist sie doch jetzt ist alles gut, oder? Ja, ja, jetzt geht's mir doch gut. Das ist immer deine Masche. Ja, ja, zu früh rausholen und dann. Ja, du, nee, du sollst den Hauptmann doch schon rausgeholt jetzt. Du sollst den Hauptmann mit der Drohne finden. Das ist dein Job. Du sollst früh rausholen und dann delivern. Mach ich immer so. Das sind so Suchscheinwerfer. Das ist, glaube ich, gar kein Pappenstiel hier. Ah! Ach, das seid ihr, oder? Ja, okay. Ich krieg auch mal die Drohne raus. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Ah, hab ihn schon gefunden. Da kann man Stromgenerator zerstören, das würde ich mal, Ich habe witzigerweise eben in einem Tooltip gelesen, dass damit die, die automatischen Geschütze ausgehen. Na, das wäre doch schon mal sehr vorteilhaft. Zwei Sniper auf den Türmen, die kann ich auch von hier aus noch ausknipsen. Pass mal auf, willst du den rechten nehmen und ich nehme den linken? Ja, seid ihr schon gelandet? Ja. Guck mal bitte, achso, du hast die Drohne in der Hand, ne? Weil, jetzt guck mal bitte. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, was? Guck mal bitte, hast du eine Idee, ob wir schon gelandet sind? Ja, jetzt habe ich es. Also ich nehme den rechten Sniper. Dann nehme ich den linken. Den linken. Sekunde. Okay. Habe ich ein falsches Visier drauf auf meiner... Sagst du Bescheid, wenn du schießt? Ja, kann ich machen. Warte mal. Eins, zwei... Sehr schön. Okay, jetzt Stromgenerator. Warte mal, ich habe noch eine frische Drohne. Ich werf die mal kurz rein. Denke ich immer, dass ich die falsche Waffe benutze? Warte mal ganz kurz. Das ist doch das Ding. Wieso habe ich denn auf dem... so einen geringen Zoom nur drauf? Da ist das ganz... Okay, da ist der Bösewicht. Aber hier sind kaum Truppen drin, kann das sein? Da ist echt nicht viel los. Die schlafen. Ah, hier ist noch ein Sniper. Das ist ein zweiter Tango. Ich erkenne einen. Kann den jemand ausschalten oder soll ich mich... Den kriege ich hin. Geschafft. Tango ist tot.
Wow, 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 wow. Suchscheinwerfer, Vorsicht. Ach. Okay, ich glaube, die haben uns. Oder? Ach, das sind zwei Geiseln. Okay, die hole ich schnell raus. Bin ich nicht direkt im Suchscheinwerferkegel. Das mit den Suchscheinwerfern ist ja total geil. Den Suchscheinwerfer habe ich kaputt gemacht, aber der hat auch keinen. Fritz, warte mal. Sollen wir das. Ach, die kann man auch kaputt machen. Ja, ja, ich habe den kaputt geschossen, aber ich habe keinen Schalldämpfer drauf. Fritz, steig mal ein hier. Wo bist denn du? Ich glaube, damit können wir ein bisschen Alarm machen. Ah ja, warte mal. Scheiße. Die haben uns schon gesehen, ne? Die haben den Sturmangriff gestartet, hieß es. Ah, ich bin tot, fuck. Könnt ihr mich aufstellen? Ich bin da bei dem Stromgenerator. Ja. Über den Zaun könnt ihr drüber klettern, oder ihr fahrt nicht. Nee, brauchen wir nicht. Nicht über mich drüber fahren. Au. Fritz muss das jetzt regeln. Fritz, du musst jetzt schießen. Ja, ich komme nicht in diese scheiß Position rein. Man muss tatsächlich von hinten rein. Der Typ ist tot. Hä, aber Gepäckraum. Ich will doch in die. Geh doch in den scheiß Geschütz. Ich hab gerade in deine Schädeldecke habe ich die Spritze gehauen. Ja. Oh, unsere Rebellenfreunde sind am Start. Unidad kämpft gegen die Rebellen. Wie lautet der Plan? Können wir nicht mal so ein Airstrike bestellen? Oh ja. Ich mach mal. Wie ging das noch gleich? Ja, Tab gedrückt halten und dann mit. Und wohin? Ja, auf Feinde. Ich mach mal hinten auf diese Lagerhalle. Oder? Will hier nicht mal irgendwie einer in das Auto einsteigen? Ich bin an der Minigun dran. Kannst du? Okay, dann fahr ich dich. Ja, bisher ging's ja nicht. Ich werd fahren. Ich hörte da immer nur Mimi. Achtung, hier, Mörser an, Mörser-Attacke. Wo denn? Ah, okay. Wo denn? Ach, da so. Wir sind also hier müssen Bösewichte stehen, laut Map. Kaum Gegner. Oder? Ich steige aus, es lohnt so nicht. Das Loot auf jeden Fall. Das lootet. Das lootet. Solange es lootet, kann man es töten. Hier ist alles voll mit Loot. Theoretisch sind ja auch noch irgendwo Gegner, aber. Und irgendwo, du siehst das immer nicht. Ich habe jetzt. Wow, hier sind mehr oder weniger alle. Hab einen. Eine grüne Geschichte, mich hat er von hinten gesehen, aber mehr nicht. Die hatten sich aber hier im Dunkeln gut versteckt, ey. LMG ist ja totaler Quatsch. Als Maul. Achso, da musst du einfach mal kurz auf 1 Meter Distanz 400 Kugeln pro Sekunde in den Reihen tun und dann. Ich mag LMGs trotzdem nicht. Ich finde die nicht geil. Ich mag die auch nicht. Siehst du? Die streuen immer so. Und Daniel so weiß immer, was gut ist. Wow! Find gar nicht. Oh nein, ich mag jetzt auch Schrotflinten nicht. Schrotflinten sind auch super, das stimmt. Hm. Wo ist denn der? Ach, da. Sturmgewehr und Sniper ist alles, was man braucht. Keine Maschinenpistole, kein Maschinengewehr. Naja, Sturmgewehre sind immer das Geilste. Eierlegende wollen mich sauer, wollt ihr haben, ne? Fritz? Sturmgewehr mit kleinem Granatwerfer am Unterlauf. Fritzi? Er ist getroffen. Ja. Die Fump. Du standst auf meiner Leiche und hast. Ja, aber du hättest mir vielleicht sagen können, dass der Soldat da noch um die Ecke ist. Hatte ich gesagt, ich habe gesagt, der ist auf lang. Was? Das sagt man so. Der ist auf lang? Ja. Das sagt man immer, wenn man nicht genau weiß, wo er ist. Jetzt kommt hier noch ganz schön viel Verstärkung. Was ist das denn gewesen? Hä? Von was ist der getötet worden? Na, ist egal. Hier ist wieder ein Hubschrauber mit Miniguns dran. Versuche jetzt mal, ob ich damit irgendwas machen kann. Ja, habt ihr die ganzen Versorgungssachen mitgenommen? Hier ist 1000 Zeug. Nein, da kümmerst du dich drum. Ja, die kriegt ihr. Ja, ich weiß. Wir müssen diesen Typen jetzt mal rausholen. Ich hole den jetzt mal raus, den wir verhören sollen. Wir rechnen nicht mehr mit uns. Mein Charakter hat gerade Shitballs gesagt. Das ist mir sympathisch. Ich verhöre mal den Hauptmann. Was ist hier? Hört ihr das? Ja. Oh, da kommt Verstärkung. Ach, du holst den jetzt, also du lockst jetzt den Typen bei uns in die Basis hier. Wow!
Alter! Okay, ich hab einen Truck ausgeschaltet, aber es ist jemand ausgestiegen und der hat mir dann seinen Kolben ins Gesicht gehauen. Ach, schau mal, im Morgengrauen sind wir fertig mit der Arbeit. Kann mich noch einer wiederholen? Ich lieg hier noch so doof rum. Oh, ich bin Level 7. Wieso? Achso, du hast vorher schon gespielt. Ja, ich lieg hier immer noch tot rum, also wenn ihr möchtet. Kann ich, ich versuch rauszufinden, wie man den Hubschrauber bedient. Kann auch nicht, ich habe leider gerade gar keine Lust. Oh, ja, ich komme ja schon. Keine Lust. Tut mir leid, ich habe gerade echt gar keine Lust. Ja, da ist er! So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen. Wie um alles in der Welt soll das gehen? Oh, Munitionskapazität ist gut. Dankeschön! Ich habe gerade ganz viel geskillt, einfach ohne was zu sagen. Ich bin jetzt einfach mega widerstandsfähig und total cool. Offiziell steht hier noch ein feindliches Auto. Lebt da noch jemand? Die sind doch alle tot. Was zeigt mir oh, denn das? Oh, nicht Bösewichte. What the fuck? Was ist denn da hinten ab? Hä? Stürzt da hinten gerade ein Meteorit ab? Schaut mal, seht ihr das? Nein, seht ihr das? Nee, jetzt wo? Ist es verschwunden. Wo denn? Da hinten ist gerade in ewig weiter Entfernung was Brennendes abgestürzt. Willst du mich kurz ein bisschen rumfahren, Daniel? Ja, unbedingt. Hier das ist übrigens ein Medikament. Moment mal. Wow. Der Truck will sich absetzen. Du was? Jawohl. Ich hab den Heli kurz runtergeholt. Bleib stehen. Genau, rückwärts. Oh, sehr gut. Das war. Okay, dann ist er seinen Verletzungen erlegen. Wir sind jetzt übrigens schon auf Stufe 3, was das Gegneraufkommen angeht. Ah, da hat Phil auf jeden Fall recht, die Minigun klingt so geil, ne? Ja. Hier oben ist noch ein Waffenteil übrigens. Okay, ich hab den. Puh! Oh! Wow! Zwei Helikopter direkt voraus! Halt! Irgendeine Stimme hat mir gerade Halt gesagt. Wow! Das ist schon Stufe 4. Synchron abstürzen. Wie geil! Ich komme mal wieder zu euch. Okay, hab ich. Hier ist eine Waffenkiste. Wir müssen hier weg. Das ist hier langsam echt gefährlich. Aber es ist gerade so schön. Moment, ich steige schon schnell ein. Lass mich noch schnell einsteigen. Ja, komm rein. Ich krieg hier Backenfutter. Ich krieg richtig Backenfutter. Ich glaube, ihr müsst da aussteigen. Wir müssen raus. Fahrt lieber weg. Ah, ich bin tot. Kannst du mich noch holen, Fritz? Warte. Ja. Aber wir haben richtig was weggemacht mit dem Ding. Jetzt kommen auch noch die Unidad-Soldaten. Das wird eng. Franz liegt hier sehr gut hinter dem Wrack, aber ob ich Daniel erwische, ist ein bisschen. Oh, weg, glaube ich eher nicht. Oh Gott, es sind so viele. Oh Scheiße, ich bin in der Explosion drin gewesen. Okay, ich weiß nicht, ob ich dich. Ich versuch's nicht, okay? Es kommen Cobra-Angriffshubschrauber. Habt ihr das gesehen? Da fliegt ein Cobra. Ja, ich bin Kumpel, ich hab's gar nicht erst versucht, dich zu retten. Das ist ja geil. Und die müssten eigentlich ein die haben Raketen! Bewegliches Maschinengewehr vorne dran haben. Da bin ich echt mal gespannt, wie das richtig gehen soll mit den Hubschraubern. Wie geht tauchen? Was explodiert denn da hinten? Wie geht tauchen? Wissen wir das? Ob das geht? Ah, rechte Maustaste. Rechte Maustaste ist tauchen. Haha, ich bin unsichtbar. Ich bin tot. Ich auch. Oh. Okay, ich stehle ein Boot und damit rette ich uns. Na, ich glaube, das geht nicht. Ey, da sind zwei Kobras, ich werde bescheuert. Das ist ja der Hammer. Okay, ich habe es überlebt. Ich bin mit dem Boot entkommen, mit dem Kanonenboot. Ich sterbe jetzt gerade. Komm mal hier lang, zum Ufer, dann steige ich mit ein. Da, wo Fritz ist? Oder nee, andere Seite? Ich lasse mich gerade bei dir wieder spawnen. Unser Pärchen wieder nach Itakua zurückkehrt. Franz, warte, ich bin hier am Wasser. Genau, sie hinwollen. Ja, das Problem ist, das Boot ist sehr langsam im Rückwärtsfahren. Was denn, ist das Boot voll? Was? Hier passt niemand rein?
Das halte ich für ein Gerücht. Oh, ob man Piloten raussnipern kann? Komm. Ich zähle 20. Kannst du mit, Fritz? Müsste eigentlich schon gehen. Guckt ihr mich mal? Warte mal, Fritz? Warte mal, Franz. Ich will versuchen, einen Pilot rauszusnipern. Oh, ich habe hier vorne ein dickes MG dran. Scheiße, die bewegen sich aber die ganze Zeit. Das ist ja ein Skandal. Ich habe es leider auch festgefahren, unser Boot. Eventuell. Oh nein, das Turret ist fest. Turret ist festgenagelt und jetzt ist auch ganz viel Schilf im Boot. Das Wasser sieht aber richtig, richtig gut aus. Soll man mal sagen. Okay, das Boot ist verloren, wir müssen das Boot aufgeben. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten da komm ich aber drauf. Ich komme mit einem neuen Boot. Oh, wie gerne ich eine Cobra hätte, ne? Ja, das wäre so geil. Vor allen Dingen wäre mal interessant kommt zu sehen, ob man mit der zielen, also mit der vorne dann zielen kann. Kommt ihr mit oder nicht? Wo bist denn du? Bist du hier? Oh, ich komme. Ich bin hier auf dem Boot. Ich habe eventuell aber den Hubi angelockt. Oh. Ja, den. Aber ich will doch den Piloten rausschießen. Mann, das merke ich morgen früh noch. Eli, runter, runter. Oh, das. Boah! Wow! Okay, wenn sie einen einmal sehen, dann haben die diese Raketen und die schießen die einem dann ins Gesicht. Yay! Oh, der Boden sieht auch echt gut aus. Was fummelst du mir denn immer im Schritt rum? Also ich freue mich, aber... Ey, dir kann man es echt nicht recht machen, ne? Erst willst du, dass man dir im Schritt rumfummelt, dann ist dir wieder zu viel. Es ist also jeden Abend dasselbe Spielchen. Ja, es ist halt einfach immer die Situation, weißt du? Ne? Ich will das nicht. Du bist ja nicht in der Stimmung und, ah ja, Schatz, nee, war ein anstrengender Tag. Weißt du, wenn mir gerade so ein Hubschrauber eine Rakete ins Gesicht geschossen hat, dann habe ich vielleicht auch mal Kopfweh. Ja, das ist immer dasselbe Lied. So, mein LMG ist leer. Ihr seid schuld. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man mit dem Gewehr an dem Hubschrauber irgendwas ausrichten kann. Also er raucht auf jeden Fall. Ich habe da drei Magazine mit dem LMG reingejagt und seitdem raucht er. Oh, schaut mal, jetzt zieht hier so dieser Morgennebel auf über dem Fluss. Das hat jetzt so voll was von Apocalypse Now. Stimmt. Krass. Ist das krass? Wow. Moment mal. Sofort auf den Boden. Warum klingt denn das so dumpf alles? Habt ihr das auch? Nee, das hatte ich eben auch einmal, als ich meinte, mein Sound wäre kaputt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es, wenn man voll getroffen wird von so einem Sprengding, dass der Charakter dann erstmal eine Weile taub ist. Dann hat's gefiept bei mir. Würde diese Theorie stützen. Kann noch mal jemand mit auf diesen Hubi schießen? Der raucht halt echt schon wie so ein Rauchhubi. Also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich hau jetzt hier ab. Mir wird das jetzt so doof. Mit dem Boot? Ja, das ist auch... Warte mal, wo bist denn du, Daniel? Ach, ich stehe vorne an der Straße, ja. Ja. Ja, das ist auch Quatsch. Ich krieg den da nicht rausgeschossen, den Piloten. Wer weiß, ob es überhaupt geht. Der Hubi mag mich halt wirklich überhaupt nicht mehr. Der Hubi, Hubi, oh. Hubi, hubsch, hubsch. Wart ihr das oder ist der Heli runterge... Nee, ihr wart das. Also der eine ist auf jeden Fall schon sehr, sehr beschädigt. So viel kann man sagen. Will wer mit? Ich habe ein ziemlich dickes Auto. So, wohin jetzt? Hauptmission. Eine haben wir noch. Jetzt fangen sie mit Raketen an übrigens, ne? Jetzt wieder dieser Konvoi übrigens. Ja, die Folge ist zu Ende, Kinder. Ach so. Oh, hier ist auch die Map zu Ende. Ach, das noch. Kommen wir da durch? Nein. Das ist wieder der Dings. Oh, Bösewicht. Könnt ihr ihm das erklären, aber, dass wir den... Ja. Oh, die weichen aber echt ein bisschen aus, ne? Da können wir jetzt aber den Heli holen, oder? Aber der hat keine Waffen. Aber wir können uns ja... Wir jetzt können ja rausschießen. Oh, scheiße. Wie schnell startet der denn? Immer. Immer. Jetzt beamt sie auch die Gegner irgendwie raus. Und mir scheint der Server gerade wieder ein bisschen zu mucken. Kontakt nahe am Reifenstapel.
Weg. Tango getroffen. Gegner beim Fußballfeld. Wow, was war das denn gerade? Bin tot. Warte, na ich gut. In der Nähe. Machen wir Schluss für die Folge, oder? Ja. Nee. Warte mal, ich hol dich gerade. Oder holt Fritz dich noch? Ich hol dich, Daniel. Ich stell dich auf. Oh, Daniel, du steckst hier so ein bisschen. Er ist tot. Ja, lass mich zurück. Im Stein fest. Ich hab Stealthy geregelt. Ich bin einfach mit dem riesen Pickup einfach. Wow! Oh, du hast mir voll den Kopf abgefahren. Gut, Kinder. So endet diese Folge. Das war doch ein Träumchen. Na, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Das war jetzt unsere letzte Folge mit der Dings, oder? Mit der Beta? Also für heute, ja. Wir haben jetzt noch eine Story-Mission und ich weiß gar nicht, sind das dann alle Einsätze hier noch mit drin? Also ist hier noch der eine gelbe Pfeil und dann sind hier noch Einsätze... Also zwei sind noch gesperrt. Keine Ahnung. Okay. Wir können ja mal gucken, vielleicht finden wir am Wochenende nochmal Zeit, aber wir haben auch noch andere Sachen zu tun. Call of Duty und so, naja. Aber vielleicht kriegen wir es auch nochmal hin. Im Zweifelsfall kommt ja Anfang März die Vollversion. Also, wow. Sekunde. Genau, da gründen wir dann einen Clan und dann spielen wir das nur noch. Für immer. Oh, warte mal. Franz, geh mal ganz kurz zurück. Hast du das gesehen? Wie geil du hier an dieser Kante stehst? Mach mal einen Schritt zurück. Mein Säulchen ist so ein bisschen... Nee, aber das macht er noch extremer. Pass mal auf. Aber dir auch? Du stehst doch auch so geil. Ja, stimmt. Krass. Das finde ich immer gut, wenn die Spiele darauf reagieren, ja. Und man dann nicht einfach reinglitscht. Ja, schön. Ich geh jetzt mal ein paar Schlammkrabben tot machen. Das sieht ja aus wie Morrowind. Oh, jetzt zuckt's auch. Ja. Na gut, dann also. Bis spätestens in der Vollversion oder wie auch immer. Wir sehen es mal. Cool. Das war ein großer Spaß, Kinder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ciao. Tschüss. Also alle Menschen, grüßt schön zu Hause und bis gleich. Ne?